Hey ho, willkommen zurück zu Holy Magic Sandui. So, wir sind auf dem Weg nach Dondoran, nachdem wir ja viel Schlimmes erfahren haben im letzten Part. Okay. Unsere ersten richtigen Gegner, Höllenhunde. Na gut. Autschi. Wassersäule. Ich treffe nix. Toll. Na gut. Ich meine, die ersten Gegner sind ja Gott sei Dank noch nicht so dramatisch. So, na toll, daneben geschlagen. Das ist supi. Autschi. Geh weg. Na toll, ich mache ja fast gar keinen Schaden. Am Anfang bin ich so schwach, das ist unfair. So, du bist weg. Oh Mann. Lass mich in Ruhe. Wasser. So, du bist tot. Ging wunderbar. Durchs Kämpfen bekommt man übrigens auch Spirits. Aber das kann eine Weile dauern. Na gut. Und hier können überall Spirits versteckt sein in den Ecken. Also, man muss hier genau aufpassen, wo die alle sind. So, geh weg. Autsch. Mann. Kann ja noch nicht so viel Schaden machen, das ist unfair. Die machen mir im Moment noch mehr Schaden als ich ihnen. Oh Gott. Ich habe schon die Hälfte meiner Energie gleich verloren. Wahnsinn. Oh, natürlich. Man muss natürlich immer daneben hauen. Na gut, er haut auch daneben. So, du bist weg. Wunderbar. Dalli. Bekomme ich schon meinen ersten Spirit? Ja. Natürlich wieder direkt Wasser aufheilen. Aufheilen, ja. Weil ich kriege hier irgendwann Heilungsmagie. Und die ist halt sehr wichtig. Na gut, gucken wir uns hier ein bisschen um. Ich meine, im Notfall kann ich mein Brot mampfen. Ich kriege ja eh in Städten oft genug Brot geschenkt. Ja, komm ruhig her. So, hast mir halt Schaden gemacht, ist mir egal. So, du hast einen Felsen auf dem Kopf. Oh, macht ja schon ein bisschen Schaden, ne? So, ach, Wassersäule Nummer 2 habe ich schon, yay. Gut, ab und zu kriegt man auch halt mehr Magiepunkte und mehr Lebenspunkte. Und ab und zu kriegt man auch Items, wenn man Gegner besiegt. Ich habe gar nicht gespeichert im Gasthaus, ne? Vielleicht soll ich nochmal zurücklaufen. Das war natürlich jetzt blöd, dass ich nicht im Gasthaus war. Och, nerv. Nerv. Deswegen kämpfe ich jetzt gerade nicht. Das sind übrigens die Graulhasen. Vor dem das Kind ja gesagt hat, wer hat Angst davor. Mann, das ist jetzt blöd, dass ich das vergessen habe, im Gasthaus zu speichern. Also den ganzen Weg nochmal schnell zurück. Ich meine, so weit bin ich ja noch nicht fortgedrungen hier, also... Weil ich bis jetzt ziemlich oft aufgehalten wurde mit den Kämpfen hier. Ja, für einen Graulhase ist mir gerade egal. Völlig egal. So, das war übrigens auch was gemeint hier. War, da sieht man Escape und dann kann man halt flüchten. Das war was der Farmer gesagt hatte, der Schäfer. Schäfer Heinrich. So, haben wir hier schnell mal kurz nochmal ab und dann machen wir den ganzen Weg nochmal. Also, eigentlich habe ich jetzt gerade fast 3 Minuten lang verschwendet. Naja, nur weil ich vergessen habe, im letzten Part in das Gasthaus zu gehen. Weil man da halt speichern kann. Und da, in Gasthäusern ist übrigens immer eine Persönlichkeit. Ich glaube Shannon oder wie sie hieß. Und die sagten mir eigentlich auch immer wichtige Sachen. Ich glaube im ersten Gasthaus noch nicht, aber halt später. Irgendwann wird sie halt wichtige Sachen sagen. So, und hier, das ist Shannon. Hallo Meisterlehrling, ich bin Shannon. Ich bin hin und her gereist, durch ganz Keltland. Ich sehe, auch du bist auf der Suche. Ich denke, wir werden uns bald wieder begegnen, ja. Das werden wir sogar sehr oft. So, ich werde hier gerne quatschen. So, bist du nicht müde, Meisterlehrling? Bitte raste heute Nacht. Wir werden gut für dich sorgen, ja. So, ich habe hier auch schon einen Spielstand. Naja. Gut, überschreiben wir den. Gut, weiter sichern. Nö. Ich habe einmal gesichert, das langt. Gut, jetzt können wir die Reise aber mal richtig beginnen. Das ist jetzt natürlich ärgerlich gewesen, dass ich das im letzten Part vergessen habe. So. Das ist jetzt ein bisschen blöde. Naja. Aber in diesem Part laufen wir eh nur nach Dondoran und dann ist auch gut. Weil der Weg ziemlich weit ist nach Dondoran. Ich hoffe, dass ich das hinkriege in der Zeit. Naja, dann darf ich halt nicht so viel kämpfen. Das meiste Kämpfen werde ich sowieso offscreen machen. Weil das halt nur ums Leveln geht. So, jetzt haben wir jetzt auch noch Nacht. Na toll. Nachts, wo die Monster extrem, ja, auftauchen können. Ja, da ist schon einer wieder. Wieder so ein Graulhase. Na gut, wenn ich schon da bin. So, Wassersäule. Natürlich nicht getroffen. Das ist natürlich ärgerlich. So, komm her. Ja, du hast daneben geschlagen. So, ich schlag dir ins Gesicht. Na toll. Ja. Eingeben oder nehmen hier. Keiner trifft irgendwen. So, komm, schlag. Ja, wunderbar. Und du bist tot. Die ersten Gegner sind noch recht einfach. Aber irgendwann werden die Gegner natürlich auch schwerer. Und dann sehnt man sich nach diesen einfachen Gegnern. Ja, das wird irgendwann passieren. Auch das kann doch jetzt nicht wahr sein. Also, irgendwann ist auch mal gut mit den ganzen Kämpfen, ne? Ja, Höllenhund. Greif ruhig an. Ist mir gerade egal. So, Escape bitte. Bevor ich noch meine Wegfindung hier verliere.
Ja, wenn man übrigens den B-Knopf gedrückt hält, dann bleibt die Kamera hinter einem. Und das ist supi. Weil sonst würde man wirklich komplett tierwahnsinnig werden. So, ich muss gucken, wo die ganzen Spirits hier waren. Irgendwo waren halt Spirits versteckt, das weiß ich. Ach, komm, blöder Höllenhund. So, Wasser. Ach, daneben, das gibt's doch nicht. Im Moment habe ich ziemlich Pech mit daneben schlagen. Aber die Gegner zum Glück auch. So, du bist weg. Das ist ja noch einfach gewesen. So, bekomme ich dafür ein Spirit? Nö. Das kann immer lange dauern, bis man die Spirits einsammelt. Also ich werde teilweise stundenlang trainieren müssen. Naja. Aber halt für den Anfang langt das ja. So. Ich glaube, dass hier irgendwo ein Spirit war. Bin mir aber gerade nicht sicher. Und es ist gerade blöd, dass hier überall diese ganzen Gegner auftauchen. Ist gerade echt ein bisschen lästig. So, na, das gibt's doch nicht. Ja, greift ruhig an, ist mir gerade egal. So, kriege ich beide gleichzeitig. Ja, wunderschön. So mag ich das, wenn man Gegner gleichzeitig kaputt kriegt. Ja, yeah, ja, ein Spirit. So. Wasser schon mal auf Level 5. Ich glaube, da hinten, ja, ich sehe ihn schon. Da hinten ist ein Spirit. Schnell dahin, schnell dahin. Nein. Oh, ich bin fast am Ausgang schon. Gut, dann brauche ich nicht unbedingt gegen das Höllenvieh kämpfen. Na gut, dann dauert es halt doch ein bisschen länger. Ja, ja, mach du nur. Hast mich halt getroffen, ist mir egal. So, da vorne ist ein Spirit, den will ich haben. So, bitte lass mich dahin. Ich will ihn haben. So, und nochmal Wasser. Ah, Heilungszauber habe ich leider noch nicht, aber den bekomme ich bald. So, jetzt will ich da hinten zu dem Häuschen, das wir kurz gesehen haben, im Hintergrund. Das dauert aber leider noch ein bisschen, weil mich halt Gegner angreifen. So, Escape. Escape, sagte ich. Gut. So, da hinten ist nämlich ein Gebäude und da gibt es nämlich auch ein Spirit drin, soweit ich weiß. Also schnell dahin. Und so weit ist der Weg ja zum Glück nicht. Wir sind auch schon bald in Dondoran, glaube ich. Ah, natürlich. Bisschen Hopp. Weißt du was? Dich mache ich jetzt wirklich kaputt. So. Mal ein bisschen Feuermagie. Warum nicht, ne? Autsch. Was? Ich bin noch nicht nah genug dran, um mit meinem Knüppel zu schlagen. Gut, ich fasse halt Wasser ab. So, tadali. Wunderbar. Und schnell da rein. Na, das gibt's doch nicht. Hört ihr mal alle auf, ihr blöden Gegner. Ich habe keine Lust, gegen euch zu kämpfen. Vor nicht gegen dich. Großmaul, ja. Passender Name. So, darf ich jetzt wieder abhauen? Danke. Kann doch nicht so schwer sein hier. So. Und hier drinnen dürft ihr ins Spirit lagern. Ja, und da ist er. So, komm her. Schluck wieder Wasser. Und jetzt habe ich Heilung. Yay. Wunderbar. Okay, und hier, du hast bestimmt irgendwas Tolles zu sagen, ne? Wir sehen nicht oft Reisende hier. Es scheint, die Straßen sind heutzutage nirgendwo sicher. Ich sehe, deine Zukunft ist voller Gefahren und Unbill. Keine Ahnung, was Unbill oder sowas heißt. Wie kein ein kleiner Rechtschreibfehler. Kein gewöhnlicher Sterblich bestehen kann. Es verschwimmt. Aber dein Schicksal erwartet dich am Ende des längsten Weges. Ich sollte vielleicht etwas sorgfältiger lesen. Nun gut. So, ich mag die Musik in diesem Spiel, die ist herrlich. Ach, blöder Graulhase. Zwei sogar. Aber ich habe keine Lust, gegen euch zu kämpfen. Übrigens, wenn wir Schaden nehmen, dadurch erhöht sich auch unsere Lebensanzeige dann. So, schnell weiter. Irgendwo war noch ein Gebäude, das weiß ich. Ja, ich glaube, viel mehr Spirits waren hier auf diesem Hochland auch nicht. Ist ja auch egal. Die werde ich schon beim Leveln dann sehen, wenn hier noch irgendwo ein Spirit lagert. So, da vorne ist ein Haus. Da möchte ich gerne hin. Was bist du denn für einer? Du siehst ja ulkig aus. Aber ich habe keine Lust, gegen dich zu kämpfen. Nein, das sind Sachen, die ich auf Screen machen werde. So, das meiste kämpfen halt. Wenn mir danach ist, dann werde ich kämpfen. Wenn nicht, dann nicht. So, ich sehe schon, da vorne lauert wieder ein Spirit für mich. Schnell dahin. So, komm her, Spirit. So, und wieder Wasser. Weil Wasser halt die wichtigste Magie ist, werde ich auch hauptsächlich Wasser und halt dann ab und zu mal Erde aufleveln. So, was bist du denn für einer? An diesem Weg liegt Dondoran und der Wald von Connor. Wird nicht leichtsinnig im Wald. Ein Räuber schleicht herum. Oh Gott. Oh mein Gott, ein Räuber. Ja, im Wald, da sind die Räuber. Normal, ne? Okay.
irgendwo war eine Gabelung. Die suche ich. Weil durch diese Gabelung kommen wir nämlich nach Dondoran. Achso, ich bin sowieso voll. Na gut. So, ich glaube, da hinten war die Gabelung. Ja, ich sehe sie. Da hinten ist die Gabelung. Ach, was willst du denn? Mein Gott. Das ist auch nur so ein komisches, krokodilmäßiges Monster. Ja, komm ruhig näher. Ist mir egal. Oh, du machst auch Wassermagie. Toll. So, ich hau dich mit meinem Knüppel. Knüppel macht ja schon ein bisschen mehr Schaden mittlerweile. So. Ach, du lebst noch. Na gut, du hast ein bisschen mehr Ausdauer als die anderen Gegner. So, aber auch nur ein kleines bisschen mehr. Komm ich was dafür? Nö. Ja, das dauert halt, bis man die Spirits aufleveln kann. Ach, komm. Jetzt ist mal wirklich gut, ne? So. Kleiner Felsbrocken auf den Häschen da. Oh, das Häschen ist schon tot. Subi. So, dann Menschenfresser. So, treffe ich dich schon? Nein, tue ich nicht. So, der trifft mich eh nicht, weil er nur Felsen werft. So. So, ich mache schon ganz gut Schaden eigentlich, finde ich. Kann man nichts zu sagen hier. Ja. Für den Anfang schon recht stark. Yay, und Wasser nochmal weiter erweitern. Das ist wunderbar. Oh, Wasser wirklich gut ist. So, ich werde dann halt offscreen auch bald leveln und dann auch halt schon mal Felsen ein bisschen mit leveln. Was ich vielleicht Wasser und Felsen, boah, weiß ich noch nicht, auf welchen Level ich das denn haben werde. Das werden wir dann ja sehen. So, komm her, Großmaul. Dich mache ich noch kaputt. Du triffst mich eh nicht. Oh, er hätte mich doch was getroffen, aber er hat eh daneben gehauen. Aber ich treffe dich. Ja, machst mir halt Schaden. Ist mir egal. Ich mache dir mehr Schaden. Mittlerweile sind die Gegner nicht mehr so schlimm wie am Anfang. So, und da vorne sehen wir schon die Schlossmauern von Dondoran. Und das ist wunderbar. Nur schnell dahin. Dappididi. Snoopidi dappididi. Ja, die Musik ist wirklich herrlich. So, Dondoran. Die schöne Stadt. Und hier beende ich jetzt den Part und werde offscreen ein wenig leveln. Dann sehen wir uns in Dondoran beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.